aktiviert. Sofort die Arbeit einstellen und den Komplex evakuieren. Genosse Molotow, ich bitte Sie! Hier ist es nicht sicher! Immer noch gefährlich? Mir wurde gesagt, es sei alles unter Kontrolle. Es gab ein kleines Problem, aber Major Nechayev, Verzeihung, ich meine Agent P3 hat sich bereits darum gekümmert. Worum genau hat er sich gekümmert? Hier ist ja alles voller Blut. Das ist kein Blut. Das ist Farbe. Genosse Sechenov, Sie spielen da ein gefährliches Spiel. Ich grüße Sie, Genosse Molotow. Von welchem Spiel reden Sie? Atomic Heart. Sie wissen genau, was ich meine, Genosse Sechenov. Ihre lokale Störung ist in Wirklichkeit eine weltweite Katastrophe. Roboter im Kampfmodus. Zahllose Menschenopfer. Soll ich fortfahren? Aber gerne doch. Doch zunächst möchte ich wissen, von wem haben Sie diese Informationen? Von Wassiljewitsch Petrov, Ihrem Ingenieur. Ein hervorragender Robotiker, ein angesehener Bürger der Sowjetunion. Das war er einmal. Jetzt ist der Gefangener Nummer 2303-85 verurteilt zu gemeinnütziger Arbeit im Wawilow-Komplex. Auf Ihren Befehl und in direkter Verletzung des sowjetischen Rechts. Als Minister, Industrieminister, kennen Sie die Konsequenzen. Hier ist das Dekret des Generalstaatsanwalts. Der Start des neuronalen Netzwerks Kollektiv wird nicht stattfinden. Und Ermittlungen zu Ihrer Person werden aufgenommen. Habe ich mich klar ausgedrückt, Genosse Sechenov. Genosse Molotow, könnten wir sprechen? Unter vier Augen. Glauben Sie dadurch etwas zu ändern? Schön. Treffen wir uns hier in 15 Minuten. Michael, treffen am Landeplatz. Aber sofort. Tut mir sehr leid. Nur zu, nur zu. Haben Sie es nicht eilig, Ihren Meister zu sehen? Stockhausen wirkt sehr beflissen. Stimmt das nicht, Major? Major, ich habe Sie was gefragt. Tür verriegeln. Was soll das? Ich sagte Tür verriegeln. Spiel gespeichert. Mhm. Was denn? Ah. Jump'n'Run. Was bin ich? Ein Bär? Oh. Okay. Kurz bevor sie Bomben abwerfen. Komm, gib her. Hey, ich will ihn auch. Naja. Das sieht ja schon geil aus, ne? So eine eingefrorene Explosion.
rennt denn da rum? Finde mich. Wie abgedreht. Ich bin hier. Was eine geile Sequenz. Bist du im Palast? Nein. Guck mal, da hinten geht's aufs Boot irgendwie. Aufs U-Boot. Oh. Ich habe ein Bett gesehen, genau. Dann können wir wieder hochspringen. Oder auch nicht. Ja gut. Wo müssen wir denn hin? Ah, müssen wir da rein in den Turm? Dann müssen wir natürlich doch hoch. Ah, verdammt. Komm. Das ist sehr hilfreich. Hallo. Okay. Gibt's noch einen anderen Weg? Das nenne ich mal eine Traumsequenz, ey. Das ist schon cool gemacht. Ne, einen anderen Weg gibt's nicht. Oh. Oh, jetzt sag nicht, ich muss wieder... Ja, wenn es hier mit dem Bett nicht klappt, dann müssen wir wieder von hinten wieder hochsteigen. Aber das ist doch so gemacht, dass man da hoch kann, oder? Nee. Scheiße. Na, auf ein neues.
Oh, oh, oh. Oh, damn, boy. Okay. Das haben wir geschafft. So, dann. Gehüpf und zack. Gehüpf und zack. Gott, oh Gott. Gehüpf und zack. Gehüpf und zack. So. Oh, wo darf ich denn da jetzt gerade rein? P3, mein Junge, du lebst! Du hast es auch gesehen, Toffel, das ist gut. Ich dachte, ich bin schon wieder der Einzige, der solche Gedanken hat. Sie sind tot! Molotows Leiche ist hier! Was ist mit den anderen? Wie viele Leute waren bei ihm? Etwa 15. Einige könnten überlebt haben. Find es heraus. Was zur Hölle ist hier passiert? Wer hat das getan? Die Roboter kamen wohl rein. Du hattest Glück, heil zu entkommen. Genosse Sechenov, die Kommissionsmitglieder sind tot. Alle. Das ist tragisch, aber es ändert nichts. Kollektiv muss immer noch aktiviert werden. Genau, ganz meine Meinung. Aber was machen wir mit dem toten Politbüro? Was eine geile Traumsequenz hier, oder? Wir haben da nicht viele Optionen. Cool gemacht. Rechts, kümmere dich. Michael, gehe zur Sendeanlage und sorge dafür, dass die Regierungsleitung gekappt ist. Beeil dich. Jawohl, aber der Kreml wird einen Bericht des Genossen Molotow erwarten. Ich werde das Politbüro persönlich über diese Tragödie informieren. Schnell, Michael. Ich will auch so einen Roboter. Nicht viel Zeit. Der scheint aufzuräumen. Links, hilf ihr. Wie geht's dir, mein Junge? Nicht gut. Ich habe wieder versagt. Es ist einfach zu viel. Es ist für uns alle zu viel, dieses schreckliche Ereignis. Aha. So machen Roboter Liebe. Goldig. Zwei Schlüssel. Nehmen Sie doch einfach in die Hand. Gelenkig sind sie auch. Oh. Bomben? Oder was ist das? Nee, da wird jemand zum Leben erweckt. Würde ich mal behaupten. Die backen sich ein.
Geil gemacht, oder? Voll cool. Okay. Was? Was war das? Ein Tribut an die Verstorbenen. Genosse Setschenow, wir haben ein Problem. Der Hauptsender wurde aktiviert. Jemand will dem Westen Informationen zukommen lassen. Wer könnte das getan haben? Es gibt nur zwei Leute, die in der Lage wären. Petrov und Sie. Petrov ist tot. Ich habe seine Leiche gesehen. Nur den Körper. Bei Petrov kam es immer auf den Kopf an. Mhm. Es war sein Körper. Wie ist das möglich? Filatova. Wenn deine Komplizin eine Neurochirurgin von Dr. Filatovas Kaliber ist, dann ist wohl alles möglich. Hast du das Signal verfolgt? Petrov verschleiert seine Signatur, aber er ist sicher in einem der Wissenschaftszentren. Hast du das gehört, mein Junge? Finde ihn. Sofort. Ob das der Bossfight ist? Ich kann nämlich auch so langsam nicht mehr sitzen. Charles, was zur Hölle ist hier unten passiert? Was meinst du genau? Wer hat die Regierungskommission getötet? Wie hab ich überlebt? Tut mir leid, ich kann dir nicht helfen. Du hast auf einmal das Bewusstsein verloren, als hättest du von hinten einen Schlag abbekommen. Da war ich auch außer Gefecht gesetzt. Was war das für ein Monster aus rotem Polymer? Das war ein Neuropolymer-Datenspeicher. Ein Datenspeicher? Was speichert er denn? Leichen? Der Boss sagte, er sei ein Tribut an die Verstorbenen. Was hat das mit Daten zu tun? Da wirst du Dr. Setschenow selbst fragen müssen. Ich für meinen Teil kann nur sagen, dass Professor Sacharow auf genau dieselbe Art gestorben ist. Das ist doch völliger Irrsinn. Ich dachte immer, dass Polymer harmlos sei. Na gut. Suche Petrov und kehre so bald wie möglich nach Chelomei zurück. Das wird für alle am besten sein. Charles, dieses Monster. Du weißt schon, das rote Polymer-Ding. Der Datenspeicher. Warum sieht es wie ein Mensch aus? Dr. Setschenows Idee. Er wollte, dass er sich unabhängig bewegen kann. Wozu soll sich ein Datenspeicher bewegen können? Dann läuft das Monster davon, verirrt sich und seine wichtigen Informationen gehen verloren. Es wird nicht davonlaufen. Es ist Dr. Setschenow gegenüber genauso loyal wie die Ballerina-Zwillinge. Wenn Dr. Setschenow es in die Außenwelt entlässt, bleibt es als zusätzliche Sicherheitsmaßnahme immer in seiner Nähe. Sicherheitsmaßnahme? Um Leute anzugreifen? Was meinst du, Genosse Major? Warum sollte es notwendig sein, dass eine Neuropolymer-Substanz, die einen Menschen in Sekunden auflösen kann, sich unabhängig bewegen kann? Schöne Scheiße. Ja, gibt einem zu denken. Du wurdest vom Feind entdeckt. In Kürze werden weitere Roboter eintreffen. Noch mehr. Hey Charles, wenn Dr. Setschenow seine Zwillinge entsendet, um zum Beispiel Stockhausen zu begleiten, wird er selbst dann von diesem roten Monster bewacht? Das ergibt Sinn. Oh, fuck. Genosse Stockhausen würde sein Ziel in einer Anlage, in der es von feindseligen Robotern wimmelt, niemals allein erreichen. Und Setschenow würde niemals unbewacht bleiben. Glaubst du etwa, dass es Leute im Kreml gibt, die auf ihn eifersüchtig sind und ihn beseitigen wollen? Sie wollen wohl eher einfach Macht über Kollektiv gewinnen.
Wenn einer die Welt beherrscht, ist es kaum überraschend, dass ihm der Thron streitig gemacht wird. Und zwar von sehr mächtigen Leuten. Besser Dr. Sechenov als Generalsekretär von Kollektiv als sonst jemand. Ich hoffe, du hast recht. Charles, wie konnte Petrov Informationen an den Westen schicken? Die Anlage befindet sich im Lockdown. Wie du zweifellos bereits festgestellt hast, ist ein Kommunikationskanal mit der Außenwelt verbunden, der dem Notfallprotokoll nicht untersteht. Die geheime Regierungsleitung. So ist es. Diesen Kanal benutzt Dr. Sechenov, um den Kreml zu kontaktieren. Sonst hat niemand Zugriff darauf. Ja, niemand außer Oma Sina. Was führt Petrov also im Schilde? Ich glaube, er will die zentrale Übertragungsstation überlisten, indem er sich als Dr. Sechenov ausgibt. Dieser Mistkerl. Charles, könnte Petrov wirklich die Übertragungsstation täuschen? Die wurde ja nicht von Anfängern programmiert. Da muss es doch Sicherheitsmaßnahmen geben, oder? Es ist wirklich kompliziert, die zentrale Übertragungsstation von Kollektiv zu hacken. Selbst mit der richtigen Verbindungsausrüstung wird Petrov dafür eine Weile brauchen. Und wo findet er außerhalb des Wissenschaftszentrums solche Ausrüstung? Nur an Bord des fliegenden Chelomé-Komplexes. Sonst nirgends? Petrov ist irgendwo hier in der Nähe, Genosse Major. Nicht so laut. Hey, Charles. Was wird in Sechenovs Zentrum untersucht? Funkwellen, Genosse Major. Was? Es enthält Ausrüstung, mit deren Hilfe Petrov dich entdecken kann. Also geh vorsichtig vor. Dann sollten wir lieber leise sein. Was muss ich tun? Muss ich hier wieder... Brauche ich noch ein drittes Schloss oder was? Ja, ich kann nichts machen. Okay. Wieder raus. Vorsicht! Der Feind ist in höchster Alarmbereitschaft. Jo. Ist er. Gebe ich zu. Ich sehe jeden Schritt von dir, Köter. Du kannst mich nicht aufhalten. Oh, hier. Was soll das? Ist das wieder? Weg. Wo ist dein Scheißknopf? Ich hab deinen Scheißknopf schon. Ich will wieder rein. Was jetzt? Ich bin blind. Alter, was ist denn jetzt? Alter, das ist nicht normal.
Oh. Blind. Wen haben wir denn da? Du hast ihn getötet. Das ist genug, Victor. So viel Tod. Ich habe ihn K.O. geschlagen. Er ist nur bewusstlos. Sein oder nicht sein, das ist hier die Frage. Ob sie edler im Gemüt die Pfeil und Schleuder des wütenden Geschicks erdulden oder durch Widerstand sie enden. Nein, das ist alles falsch. Falsch. Ich bin anderer Meinung. Tut mir leid, Larissa, aber ich verstehe das nicht. Er hat alles ruiniert und du... Ich bin Ärztin. Heute sind genug Leute gestorben. Leute, Larissa! Er ist ein Tier! Ein Kampfhund! Wenn Sechenov es befiehlt, geht er jedem an die Kehle! Victor, er ist gefesselt. Er bekommt eine Behandlung und dann gehen wir. Aber wohin? Niemand holt uns. Und dieser Idiot hat unseren Fluchtplan vereitelt. Ich weiß. Uns fällt schon was ein. Das bezweifle ich. Lass mich einfach gehen und ich verspreche, ich mache es kurz und schmerzlos. Sechenovs Hund kann also reden. Kaum ist er wieder bei Bewusstsein, droht er uns auch schon. Ja, ich drohe dir. Wie viele Menschen haben deine Roboter ohne Vorwarnung abgeschlachtet? Ha, Petrov? 2000? 3000? Das war nicht Victors Schuld. Ha. Es war eine lokale Störung. Eine lokale Störung? Und warum hat dein Liebster dann nicht einen einzigen Kratzer, ha? Wovon redest du? Ist das nicht klar? Erst war Velov, dann das WDNH. Die Roboter greifen jeden an, außer euch beide. Wie kann das sein, wenn ihr sie nicht kontrolliert? Guter Punkt. Victor? Du hast gesagt, du hast nichts damit zu tun. Und du hast ihm geglaubt? Welchen Scheiß hat dieser Typ dir denn noch erzählt? Oh Mann. Victor! Ich hatte keine Wahl. Eine einfache Störung hätte nichts geändert. Warum du? Warum ich? Du selbst hast gesagt, die Welt könnte untergehen. Nein, fass mich nicht an. Du hast dir also wirklich nichts gesagt. Großer Fehler. Hey, was soll das? Larissa, warte! Larissa! Nichts kann dich mehr retten, Arschloch. Oh, mein kleiner Helferbot. P3 Angelo May. Petrov ist entkommen. Schon wieder. Du genießt es anscheinend, den Mann zu jagen, Nechayev. Petrov darf den Start von Kollektiv nicht hintertreiben. Finde den Verbrecher sofort. Okay, das geht nicht. Hätte ja sein können. Du hast den Zauberer erzürnt, Genosse Major. Ach was, geh mir nicht auf den Sack, okay? So, raus und ab ins Auto. Oh. Nicht in dieses, da war noch eins. Da.
Schon frei, Major? Hast wohl nicht damit gerechnet, von mir zu hören? Ich kann dich nicht nur hören, ich werde dich auch bald sehen. Mach dich bereit, du Penner. Die Vorbereitungen sind weit gediehen. Du wirst dich wundern. Du hast Larissa gegen mich eingenommen, du Hund. Sie erwidert meine Anrufe nicht. Oh ja, wie rührend. Deine Beziehungsprobleme gehen mir ziemlich am Arsch vorbei. Charles, kannst du den Anruf verfolgen? Wo ist dieser Wichser? Das Signal kommt aus dem Plesetskaya-Theater. Ein Theater? Hier in der Anlage? Was für ein Clown. Ein Theater, Genosse Major, kein Zirkus. Ich markiere den Wegpunkt. Ich lasse jedenfalls nicht zu, dass mir der Verräter wieder entkommt. Es ist noch nicht zu spät, Major. Noch können wir uns einigen. Ich einige mich nicht mit Verrätern am Mutterland. Du hast Tausende von Menschen ermordet. Ich wollte das Atomherzprojekt zu Fall bringen. Du weißt, wie viel Blut vergossen werden wird, wenn es zustande kommt. Denke um, sonst sterben Millionen Unschuldiger. Was zur Hölle ist ein Atomherz? Ich habe keine Ahnung, was du da laberst. Hat der Meister sich nicht herabgelassen, das seinem Kampfhund zu erklären? Vertrauen Sie dir nicht, Major? Dann besteht ja vielleicht noch Hoffnung für dich. Ach echt? Mhm. Dann muss heute mein Glückstag sein. Was willst du mir sagen, Verräter? Dass Sechenov die gesamte Menschheit in Marionetten verwandeln will und keinen Moment zögern wird, für dieses Ziel Millionen von Leben zu opfern. Darum überflutet er die Welt mit Robotern. Du bist ja völlig krank. Willst du weiter einfach auflegen wie ein launisches Schulmädchen, Major? Oder dir anhören, was ich zu sagen habe? Meinetwegen. Wir brauchen eh Beweismittel für deinen Prozess. Es ist eigentlich ganz einfach, Major. Vor 4 Jahren, 1951, lief in den USA ein ehrgeiziges Projekt namens Energie für alle an. Das weiß doch jedes Schulkind. Selbst du solltest davon gehört haben. Ja, ja, sogar ich. Amerikanische Kapitalisten haben 50 Atomkraftwerke im ganzen Land gebaut und wurden noch reicher, indem sie Elektrizität an die Arbeiterklasse verkauft haben. Und die Arbeiter kamen wegen Armut und Massenarbeitslosigkeit ohnehin kaum über die Runden. Weil Sechenovs Roboter ihnen die Arbeit weggenommen haben. Roboter sind billiger als Menschen. Darum werfen Kapitalisten Leute raus. Ach ja, Sechenov ist also schuld? Unsere Roboter haben in gerade mal 4 Jahren 50 Atomkraftwerke gebaut. Das hätten Menschen niemals geschafft. Du willst mit solchen Geschichten doch nur Zeit schinden, Petrov. Ja. Ich glaube, du bist falsch. Hast du dich denn nie gefragt, warum Sechenov seine Roboter auf der ganzen Welt verteilt, Major? Kannst du überhaupt noch selber denken? Natürlich nicht. Denken ist ja so schwierig und du bist als einziger dazu in der Lage, was? Dann wäre es gut, jetzt damit anzufangen, Major. UdSSR verschenkt ihre Roboter als humanitäre Hilfe. Aber die Herstellung von Robotern ist nicht billig. Und die UdSSR wendet dafür gewaltige Mengen an Rohstoffen, Energie und Industriekapazitäten auf. Weil Genosse Sechenov allen das Leben erleichtern will. Geld ist ihm egal. Roboter sollten in Minen und Fabriken schuften und den Befehlen der Menschen gehorchen. Alter. Ich rede von normalen Menschen, nicht kranken Arschlöchern wie dir. Falsche Entscheidung, Major. Rühr mich nicht an. Die war goldrichtig, Verräter. Jetzt wirst du für deine Morde bezahlen. Oh, primitiver Dummkopf. Idiot! Du bist es, der mit seinen voreiligen Aktionen jetzt Millionen auf der ganzen Welt umbringen wird. Und die übrigen werden versklavt. Im Gegensatz zu dir habe ich niemanden getötet. Noch nicht. Du bist nur ein blindwütiger Kampfhund. Ein stumpfsinniger Vollstrecker. Du blickst nicht durch. Aber ich komme nicht mehr weg. Nein. Ich gebe nicht auf. Du wirst mich jetzt nicht töten. Jetzt habe ich das Sagen. Und das hier. Wo geht's denn hier weiter? Ah. Einfach brillant. Na, da geht's nicht weiter. Du bist nur ein blindwütiger Kampfhund. Ein Warum soll ich denn stumpfsinniger Vollstrecker. Du blickst nicht durch. Aber hier? Nein. Ich gebe nicht auf. Du wirst mich jetzt nicht töten. Jetzt habe ich das Sagen. Und das hier ist meine Show. Bei Petrovs emotionalem Zustand ja, jetzt habe ich natürlich kaum noch Health Packs. Ich scheiß auf seine mentale Stabilität. Ich werde ihn beim Genossen Sechenov abliefern. Er sitzt in der Falle. Das Theater befindet sich in der Mitte eines Sees. Zugang gewährt. Aber die können wir jetzt wieder auffüllen.
eben erstmal gemerkt, wie durchgeschwitzt ich bin. Alter Vater. So. Da sich das nach einem Bossfight anhört, müssen wir hier mal ein bisschen einladen. Was sind denn die großen? Was ist das? Elektro. Das sind kleine und mittlere. Nehmen wir die. Ich habe immer noch keine Kalaschnikow. So, das sieht doch ganz vernünftig aus, ne? Speichern. Speichere Daten. Also ich hoffe wirklich, dass das jetzt der Endkampf ist. Der Bossfight. Weil müsste ja eigentlich, ne? Wenn man es mal so runterbricht. Ich bin entdeckt worden. Egal, wir rennen. Dieser miese Feigling Petrov versteckt sich hinter einem Dutzend Schichten von Robotern. Er versucht zu überleben. Aber du hast recht, Genosse Major. Nach dem Theater kann er nirgendwo mehr hin. Dies ist seine letzte Chance. Ja, die kann er vergessen. Ha, der Todesstern. Ach, schöne Scheiße. Im Försterdorf hätte mich so ein überdimensionierter Klops fast geröstet. Du bist jetzt voll bewaffnet, Genosse Major. Solange der Beljasch den Eingang bewacht, kommen wir nicht ins Theater. Gib mir 5 Minuten. Dem werde ich's heimzahlen, und zwar mit Zinsen. Aber einstecken, das will ich mal so behaupten. Ja, das bringt nur was, auf die Augen zu schießen. Aber anscheinend auch nicht immer. Warte mal. Warte mal. Nahkampf. Besser ist es. Jetzt macht ja auch so eine Scheiße. Wie vorhin das. Die Flipperkugel. Ich brauche die Munition für deinen Boss. Hörst du auf mit Feuer? Alter. Oh, du Drecksack. No Map. Oh, wieder von da oben jetzt? Die Festplatte ist gleich voll, ne?
Unglaublich. Naja, 9,5 Stunden aufnehmen ist schon. Scheiße. Im Försterdorf hätte mich so ein überdimensionierter Klops fast geröstet. Du bist jetzt voll bewaffnet, Genosse Major. Solange der Billard den Eingang bewacht, kommen wir nicht ins Theater. Gib mir 5 Minuten. Dem werde ich heimzahlen, und zwar mit Zinsen. Also egal mit was ich ihn treffe, es scheint den gleichen Schaden zu verursachen. Licht aus. Toffelino! Vielen Dank! Da hast du recht, wenn sonst keiner abonniert ist, ne? So viele Leute heute da gewesen, keiner abonniert. Und was gebe ich mir Mühe? Prozent Hype Train. Oh, die Munition wird leer. Aber hat doch einen guten getroffen. Ich hab's jetzt gar nicht gelesen, wer alles gekriegt hat. Das war jetzt gerade ein bisschen schwierig zu lesen. Licht aus! Komm zu Papa. Alter, was der aushält, ey. Danke dir. Jetzt geht's aber ab. Oh. So sieht das Hype Train Gedöns aus, siehst du? Man lernt immer wieder was Neues. 77%. Die 30 voll gemacht. Du wolltest es so. Alter, noch nicht mal die Hälfte. Pass auf. Da brauchst du mir nicht sagen, dass ich aufpassen muss. Alter, ist der bescheuert? Komm mal wieder aus. Das hört doch gar nicht mehr auf. Was Abo-Ziel erreicht? Oh, geil. Win-win. Danke dir. Ach stimmt. 10 Abos, ja. Jetzt sehe ich es gerade. Du wolltest es so. Boah, Alter.
Okay, jetzt haben wir ein bisschen mehr als die Hälfte. Aber das kann er wohl nicht angehen. Ich habe nur noch zwei Medipacks. Ich denke mal, das ist der Endgegner, oder? Hab irgendwie so den Anschein. Oh, Junge. Was geht hier ab? Springt er hoch. Hörst du auf? Ich bin gleich tot, Mann. Du hast dein Level 1 Hype Train Emote erhalten. Oh. Sowas gibt's. Ich habe Glück gehabt, dass ich da gerade zufällig gesprungen bin. Ich habe gleich keine Munition mehr, Alter. Ah, jetzt steht's. Abo-Ziel erreicht, ja. Gleich bin ich tot. Ja. Keine Muni mehr. Und kein Leben mehr. Tod. Was ist das denn, Alter? Und wir spielen auf leicht, ne? Was soll das auf Armageddon werden? Allerdings habe ich keinen Raketenwerfer gebaut und keine Kalaschnikow gebaut. Meine Güte, Alter. Übel. Wie mache ich denn den platt, Alter? Echt überlegen, wie ich den platt mache. Mal mit dem Hackebeil, das war schon nicht schlecht, aber... Scheiße. Halt auch nicht gut. Försterdorf hätte mich so ein überdimensionierter Klops fast geröstet. Du bist jetzt voll bewaffnet, Genosse Major. Solange ich nicht. Beljasch den Eingang bewacht, kommen wir nicht ins Theater. Gib mir 5 Minuten. Dem werde ich heimzahlen, und zwar mit Zinsen. Aufhören. Digga. Wo ist dein scheiß Knopf? Aber echt, ey.
schmeißt einen Stein auf mich. Okay, also es bringt nur was, ins Gesicht zu schießen. Alles andere kann man sich sparen. Also auf den richtigen Moment warten. Aber wie? Genauso, mit Geduld. Einfach abwarten, bis er auf allen Vieren ist. Und dann in your face, Motherfucker. Blöd ist halt, wenn es dann gleich mit Feuer losgeht. Dann will ich eigentlich nicht vor seinem Gesicht sein. Fürs Zusammenzucken. Da macht er eine Hektik, ey. Komm. Komm hier rüber. Habe ich ihm voll ins Gesicht geschossen? Ah ja, jetzt. Oh. Das war sehr fies. Hat er mich in einer ungünstigen Position erwischt. Och Gott, das hab ich erschrocken. Ich hab ganz woanders mit ihm gerechnet. Hopp. Jetzt. Oh. Es gibt auch Granaten, ne? Also ich. Das ist ja das Schlimme. Ich hab ja gar nicht aufgelevelt. Ich hab ja einfach nur gespielt, so ein bisschen. Dementsprechend bin ich halt auch jetzt völlig verloren, ne? Na, wie ist das? Guter Treffer. Wieder vorbei. Jetzt verbrenne ich und tot. Wow.
Steh auf, steh auf. Fuck, fuck, fuck. Meine Fresse, ey. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Scheiße. Im Försterdorf hätte mich so ein überdimensionierter Klops fast geröstet. Du bist jetzt voll bewaffnet, Genosse Major. Solange der Killer steht Eingang bewacht, kommen wir nicht ins Theater. Gib mir 5 Minuten. Dem werde ich's heimzahlen, und zwar mit Zinsen. Drecksack. Oh. Lass mich. Lass mich. Warn mich doch vor, du Arsch. Fresse, Alter. Jo, fick dich doch selber, du Hurensohn. Pass auf. Oh.
Allein das hat überhaupt gar keinen Wert hier. Ich bin einfach scheiße aufgerüstet. Da hätten sie einen mal vorwarnen können. Achtung. Boss Fight. Einfach nichts. So, das war's mit Munition. Und gleich war's das mit Leben. Ich flipp gleich aus, ne? Ich flipp gleich aus. So eine Scheiße hier. Ich komme da auch nicht mehr raus, ne? Ich komme da nicht mehr raus, um an den Waffen zu arbeiten. Leck mich am Arsch, ey. Ich mach's jetzt mal ganz dumm, nur mit der Axt. Im Försterdorf hätte mich so ein überdimensionierter Klops fast geröstet. Du bist jetzt voll bewaffnet, Große Major. Solange der Belgier den Eingang bewacht, kommen wir nicht ins Theater. Gib mir 5 Minuten. Dem werde ich's heimzahlen, und zwar mit Zinsen. Na, das kannst du aber auch knicken. So nah kommst ja gar nicht dran, ne? Schuss. Okay. Er trifft mich immer, wenn er schmeißt oder springt. Du das bitte mal für mich. Was kann ich denn noch machen?
Was habe ich denn noch für Möglichkeiten? Warte mal, ich scanne ihn mal. Was nichts bringt. Widerstand gegen Feuer, Waffen. Komm, lass mich dich einfach mal scannen, Digga. Anfällig gegen Explosionen. Witzig. Witzig. Ich hab nichts, das explodieren kann. Mann, ist das ein Hurensohn. Das kann doch nicht. Na komm, sterb, Alter. Ich habe durch das Scannen habe ich viel Leben verschwendet. Müssen wir jetzt durch. Komm, ich ergebe mich. Alter Schlappe. Okay. Kisten werfen kostet nichts. Scheiße. Im Försterdorf hätte mich so ein überdimensionierter Klops fast geröstet. Du bist jetzt voll bewaffnet, Genosse Major. Solange wir verdammte Blechbüchse. Du wolltest es so. Gib mir 5 Minuten. Dem werde ich's heimzahlen, und zwar mit Zinsen. Komm. Licht aus. Was ist denn mit... Bringt das was? Mit Strom. Glaube nicht, nein. Komm hier rüber. Der Chef. Alter, der ist krass, der Typ. So ein Dreck, ey, echt. So, und wenn du die Gelegenheit hast zum Schießen, dann ist entweder die Munition leer oder du musst ein scheiß Health Pack benutzen.
Jo, Munition leer. Das kannst du auch mit wirklich Schaden macht der Shotgun ja auch nicht. Nee, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Eigentlich müsste ich jetzt zu diesem Zeitpunkt einen Raketenwerfer haben und einen Kalaschnikow und Granaten. Ich habe nichts davon. Also dann. Naja, eigentlich hat es überhaupt gar keinen Wert, hier weiterzuspielen. Das kannst du knicken. Warte mal, kann ich laden von ein bisschen vorher? Ja. Theatereingang ist das, ne? Grundstück. Komm, ich lade das hier mal.